Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie die Öffentlich-Rechtlichen mit Maischberger wieder einmal ihren Programmauftrag nicht erfüllen und wie sich Tino Chrupalla in dem Interview geschlagen hat. Im letzten Video hatten wir bereits behandelt, was vor dem Interview passiert ist, was genauso wichtig ist, weil die öffentlich-rechtlichen Zuschauer, also die Leute, die jetzt im Moment noch CDU wählen, die gucken die ganze Sendung und die gucken immer sowas, was vor dem Interview gelaufen ist. Und nicht nur das Interview selbst. Die AfD-Sympathisanten auf YouTube gucken natürlich meistens nur das Interview selbst. Und vielen, auch gerade Politikern, ist deshalb nicht das Ausmaß bewusst der Täuschung. Weswegen es wahrscheinlich gut war in der Hinsicht, dieser Vorfall mit Korrektiv, dass jetzt viele in der AfD, auch hochrangige Politiker, gemerkt haben, falls sie es noch nicht vorher gemerkt haben, wie dramatisch die Lage in den Medien ist. Wie heftig die Täuschung ist, wie allumfassend die Täuschung ist, wie allumfassend die Großmedien ein Kartell bilden und sich gegenseitig bei der Täuschung decken. Jetzt in diesem Fall Korrektiv. Auffällig war, dass von einem Streitgespräch keine Rede sein konnte. Ich habe einen Zeitzähler eingebaut, wo deutlich wird, dass Olaf Sundermeier immer über eine Minute ungestört reden kann, er immer ausreden kann, er nie unterbrochen wird. Also Maischberger bei Tino Chrupalla immer unterbricht, kritisch in Anführungszeichen, nachfragt, ihn versucht aufs Glatteis zu führen, wohingegen Sundermeier Monologe nach Belieben halten kann und er nie eine kritische Nachfrage bekommt. Der Rekord ist ein Monolog über 3 Minuten. Also Maischberg interveniert dabei kurz, aber nur um etwas näher zu erklären, aber nicht inhaltlich. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu, auch zur identitären Bewegung. Wie sich Tino Chrupalla hier positioniert und warum es aus meiner Sicht ganz entscheidend wichtig ist und man bei der identitären Bewegung darauf achten muss, was im Endeffekt der Effekt ist für die AfD. Also nicht, was Martin Sellner erklärt oder was man auf YouTube hört, sondern was im Endeffekt, wie der Propagandakrieg geführt wird mit der identitären Bewegung und was im Endeffekt die Wirkung ist. Herr Chrupalla, Sie kommen aus dem Osten, Sie kennen die Stasi. Würden Sie diesen Vergleich auch so ziehen? Sind das Stasi-Methoden für Sie? Ja, absolut, natürlich. Und wir haben es ja gesehen, wie das auch vonstatten ging. Es waren keine Journalisten, die das im Übrigen aufgedeckt haben. Es sind für mich ganz klar Aktivisten. Wir wissen, wie sie finanziert werden. Auch das sollte man ja vielleicht mal hinterfragen von SPD-nahen Stiftungen, von Staatsgeldern. Und natürlich, es war gut vorbereitet. Man hat dort Boote gemietet. Man hat auch die Wohnung, beziehungsweise dort diesen Raum verwanzt. Was ist es sonst? Was ist es sonst, wenn dort auch ein Mitarbeiter dabei war, der mit einer Apple Watch dort die Gespräche und auch die Personen dort mitgefilmt hat. Mhm. Verwanzt können Sie, glaube ich, nicht belegen. Ja, das wäre ja auch, dann würden wir auch in den strafrechtlichen Bereich kommen. Ja. Und es gibt ja Anzeigen auch gegen die Korrektivmitarbeiter. Aber wollen wir mal abwarten, was da herauskommt. Aber wenn es denn so wäre, dann aber auf alle Fälle kann man das sehr wohl, und gerade weil ich aus dem Osten komme, Frau Maischberger, kann man das sehr wohl vergleichen. Das erinnert mich wirklich an düstere Zeiten. So, die Finanzierung von Korrektiv können wir gerne ins Netz stellen. Das sind sehr viele unterschiedliche, also Mercator-Stiftungen, andere Stiftungen, die überhaupt nichts mit Parteien zu tun haben. Es ist tatsächlich vom BKM auch ein Beitrag dabei. Es sind Privatspenden, können Sie gerne bei uns im Faktencheck dann nachlesen. Herr Sundermeier, der Vorwurf der Stasi-ähnlichen Methoden, kann man den erheben? Denn das war ein privates Treffen, das man eben offensichtlich mit Kameras von draußen, mit Gedächtnisprotokollen. Aber es gibt ein großes öffentliches Interesse. Das ist relevant, was dort besprochen wird. Wir alle, die wir uns mit der AfD und dem Rechtsextremismus beschäftigen in der Region, kennen diese Treffen in der Villa Adlon. Kommen immer wieder AfD-Politiker. Das ist die Villa, die wir hinter uns sehen. Genau, in Potsdam kommen immer wieder AfD-Politiker mit Vertretern der neuen Rechten, also Bündnispartner auch aus der rechtsextremistischen Szene, zusammen. Solche Treffpunkte gibt es rund ein halbes Dutzend in und um Berlin rum. Morgen Abend wird es wieder ein Treffen an einem vergleichbaren Ort geben, wo sich führende AfD-Politiker treffen. Ansonsten ein Netzwerktreffen des aufgelösten Flügels von Björn Höcke, der jungen Alternativen, der rechtsextremistischen Identitären, auch der Jugendorganisation der Neonazi-Partei des Dritten Weges. Man trifft sich dort regelmäßig an einem dieser, dieser Orte. Die AfD ist eine Bewegungspartei. Mhm. Sie ist der parlamentarische Arm, oder sie
sie hat sich in den vergangenen Jahren zum parlamentarischen Arm der rechtsextremistischen Bewegung insgesamt deutschlandweit bewegt. Sie hat Erfolg dadurch, dass sie mit Bündnissen wie Pegida zusammenarbeitet, dass sie mit dem Institut für Staatspolitik aus Sachsen-Anhalt erkanntermaßen rechtsextremistisch um diese Figur Götz Kubitschek zusammenarbeitet, die Identitären, das sind alles Leute, die im Prinzip auch inzwischen die Mitarbeiterschaft nicht nur in der Bundestagsfraktion von Herrn Kupala ausmacht, auch in verschiedenen Landesverbänden dort die Abgeordnetenbüros mit diesen Leuten durchsetzt hat. Und man sieht sich als gemeinsame, schlagkräftige, politische Kraft in Deutschland, wo die AfD den parlamentarischen Part besetzt und diese anderen Organisationen, Gruppierungen den vorpolitischen Raum bearbeiten, wie zum Beispiel Herr Sellner, der dort diesen Vortrag... Das ist der Chef der Identitären, der Chef der Identitären Österreicher, Martin Sellner, der von der millionenfachen Ausweisung, Abschiebung von eben Asylbewerbern, aber eben auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft gesprochen hat. So, das sind Bündnispartner der AfD, die sich an verschiedenen Orten treffen, immer mal wieder, auch in der Villa Adlon, was wiederum dieses Recherchekollektiv zum Anlass genommen hat, zu sagen, wir müssen da genauer hinschauen. Und das, was öffentlich wurde, diese Fotos, die von einem Saunaschiff aus offensichtlich gemacht wurden, um zu dokumentieren, wer dort ist oder ein Mitarbeiter, der unter falschen Namen dort eingeschleust wurde in dieses Hotel, sind absolut legitime journalistische Methoden mit dem Ergebnis, das, was dort abläuft, für eine größere Öffentlichkeit im Prinzip vortragen zu können. So, der Vorwurf lautet, Sie sind der parlamentarische Arm von? Der rechtsextremistischen Bewegung in Deutschland. Wollen Sie sich dazu verhalten? Ja, das weise ich zurück. Wir lehnen jede Art von Extremismus ab. Und das ist auch Sie haben klar. Rechtsextremisten in Ihrer Bundestagsfraktion, einzelne Bundestagsabgeordnete. Ich finde es schon ein bisschen, wer heute Rechtsextremist ist, und das ist ja mittlerweile, wird ja dieser Begriff auch inflationär in allen Bereichen verwendet. Und das wissen wir ja aktuell auch, ohne dass man sich dagegen auch wehren kann. Es werden einfach Leute in Schubladen gesteckt und als Rechtsextremist bezeichnet, die es mitnichten sind. Wir stehen als Partei und auch als Fraktion ganz klar zum Grundgesetz. Wir sind Grundgesetzpartei und dazu bekennen wir uns auch. Und von daher muss ich das strikt zurückweisen und nochmal auf dieses ominöse Treffen zurückzukommen. Wir müssen ja mal insgesamt erklären, es war keine AfD-Veranstaltung. Es wurde auch nicht von einem AfD-Mitglied eingeladen. Das ist Punkt 1. An diesem Treffen, was ich jetzt erfahren habe mit den Gesprächen, mit den Teilnehmern, die ich kenne, es waren 5 CDU-Mitglieder dabei und 4 AfD-Mitglieder. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Viele Unternehmer waren dabei und einen Herrn Sellner kenne ich nicht. Und was er programmatisch dort noch dazu als Österreicher sagt, ist mit unserer Programmatik nicht vereinbar. Und deswegen hat es auch keine programmatischen Auswirkungen auf unsere Partei. Ihr Abgeordnetenkollege Matthias Helferich, rechtsextremistischer Bundestagsabgeordneter aus Dortmund, Wahlkreis Dortmund, hat am vergangenen Freitag eine ähnliche Runde in seinem Wahlkreisbüro, ich war am vergangenen Freitag in Dortmund, eingeladen, unter anderem Götz Kubitschek, den Kopf dieser Gruppierung als Schnellroder in seinem Wahlkreisbüro. Das ist ein Beispiel. Es gibt andere Abgeordnete. Es gibt den Bundesvorsitzenden der Jungen Alternativen, Hannes Gnauk aus der Uckermark, auch ein erwiesener Rechtsextremist, der sich jetzt, der all das, was dort stattgefunden hat in der Wieder... Wer bewertet denn Herr Gnauk zum Beispiel erwiesen Rechtsextremist? Zum Beispiel der militärische Abschirmdienst. Heute bewertet ist der Verfassungsschutz. Ja, der Verfassungsschutz. Dessen, das ist alles. Den Sie ja grundsätzlich in Frage stellen. Ich stelle nicht den Verfassungsschutz in Frage. Ich stelle die Methoden in Frage, wie wir jetzt gerade gesehen haben bei diesen Treffen. Und ich stelle die Einordnung in Frage. Sie stellen die Methoden in Frage, dass Journalisten Fotos machen? Die stelle ich sehr wohl in Frage. Das sind Stasi-Methoden und hat Frau Weidel absolut recht. Mhm. Wenn man so agiert, wenn man so Sie haben selbst in einem Privattreffen gesprochen. Wenn Sie sich privat treffen würden, würden Sie das teufeln, wenn draußen Fotografen stünden? Ich bin kein Politiker. Ja, das mag ja sein. Aber nichtsdestotrotz, auch da waren nicht bloß Politiker, da waren Unternehmer gewesen und normale Privatleute. Leute. Auch das gehört zur Fraktionsvorsitzende der AfD. Darf ich fragen, Herr Kupala, wenn es eine private Zusammenkunft war, warum trennt sich dann Frau Weidel von einem, der dabei war, nämlich ihrem Referenten Roland Hartwig?
Es ist Ihre private und persönliche Entscheidung gewesen. Er ist Mitarbeiter bei Frau Weidel, das ist richtig. Und ja, aber sie sagt, das steht im Zusammenhang. Also sie sagte, Sie liegen richtig, wenn Sie annehmen, dass die Vertragsauflösung im Zusammenhang mit dem Treffen. Ja, ich denke, dass es schon wichtig ist, wenn gerade ein Mitarbeiter noch dazu auf dieser Ebene eines Parteivorsitzenden, dann sollte schon die Parteivorsitzende oder der Parteivorsitzende wissen, wo der Mitarbeiter ist, ob es abgesprochen ist. Und es war eben nicht abgesprochen. Wenn es ein privates Treffen ist. Nochmal, sie war nicht informiert. Und wenn mein Mitarbeiter mich gefragt hat, ob er da hingehen soll, hätte ich klar gesagt, geh da nicht hin. Warum nicht? Weil ich zum Beispiel die Einladung und auch die Beteiligung von Herrn Sellner grundsätzlich kritisch sehe, ganz klar. Aha, das heißt, es ist kein privates Treffen, wenn Herr Hartwig hingeht? In diesem Fall war es keins. Okay. Und wäre es ein privates Treffen gewesen? Waren aber Privatleute da und das muss man sehr wohl unterscheiden. Aber es ist ja auch... Ja, und ich meine, als Politiker unserer Partei ist es ganz normal, dass ich mich mit Unternehmern treffe, auch mit Politikern anderer Parteien. Das gehört ganz dazu. Und da möchte ich nicht bespitzelt werden oder ausgehorcht oder fotografiert werden. Das gehört sich nicht. Wenn Sie dort Dinge bereden, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen... Welche Dinge wurden dort besprochen, die nicht grundgesetzkonform sind? Es gibt weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Anzeige, es gibt gar nichts. Und selbst der Verfassungsschutz hat das im Innenausschuss des Deutschen Bundestags bestätigt, dass es dahingehend nichts gibt. Und das sind einfach die aktuellen Fakten. Und ich muss Ihnen da ganz ehrlich auch ein Stück weit den Ball zurückspielen. Ich habe gestern die Tagesschau mir angeguckt und da wird in den Tagesschau-Nachrichten von Deportation gesprochen. Dieses Wort ist mit den Beteiligten, mit denen ich dort gesprochen habe, nicht ein einziges Mal gefallen. Mhm. Und das finde ich ein Stück weit eine Lüge der Tagesschau, dass man hier dieses Treffen mit Deportation gleichsetzt und dieses Wort auch noch benutzt. Gut, wie würden Sie es denn nennen, wenn man darüber redet, dass man millionenfach Menschen aus diesem Land bringt, in drei Gruppen, das eine sind Asylbewerber, das andere sind Ausländer mit Bleiberecht und dann die schwierigste Gruppe, nicht assimilierte Staatsbürger, letztere sind das größte Problem, das ist so gefallen, sagt dieses Recherchenetzwerk. Es wird gesprochen von einem Musterstaat in Nordafrika, wo 2 Millionen Menschen untergebracht werden können. Und bis dahin muss man mit hohem Anpassungsdruck, mit maßgeschneiderten Gesetzen dafür sorgen, dass die Menschen verschwinden. Erhalten Sie das verfassungskonform? Sie haben jetzt eine ganze Reihe davon vorgelesen. Teilweise sind das politische Forderungen, die mittlerweile auch die CDU übernommen hat. Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Nein, Moment, das hat von unseren Politikern, die da war, kein Mensch gesagt. Herr Sellner hat es gesagt. Nochmal, Herr Sellner ist Österreicher und kein AfD-Politiker und auch kein Politiker. Er ist Teil der identitären Bewegung, mit denen Sie übrigens einen Unvereinbarkeitsbeschluss haben. Das heißt, eigentlich dürfen Sie mit denen gar nichts zu tun haben. Nein, Moment mal, ich habe gerade gesagt, dass ich mit Herrn Sellner nichts zu tun habe und dass es auch nicht unsere Programmatik beeinflusst. Ganz klar. Aber für uns ist ganz klar, dass natürlich sehr wohl Menschen, die hier kein Bleiberecht haben, und das sind über 300.000, dass die abgeschoben werden müssen. Das muss Aufgabe der Politik sein. Reden wir über deutsche Staatsbürger? Natürlich überhaupt nicht. Das ist ganz klar gegen unsere Programmatik und das werde ich niemals vertreten. So, erst einmal zu dem Punkt, die identitäre Bewegung sagt, Herr Kropala hat nichts mit der AfD zu tun. Das ist die Bewegung von Herrn Sellner. Stimmt das so? Nein, es gibt zahlreiche Aktivisten, die sich dieser Bewegung zugehörig fühlen, die sukzessive in die Landtagsfraktion, auch in die Bundestagsfraktion als Mitarbeiter Einzug gefunden haben. Einer dieser Menschen hat auch dort gesprochen, Herr Müller. Herr Müller ist ein Identitärer aus der, ich würde sagen, Anti-Antifa. Das heißt, es ist eine Organisation, Er ist Mitarbeiter. Mitarbeiter bei einem Bundestagsabgeordneten. Es gibt zum Beispiel den Geschäftsführer des Instituts für Staatspolitik, die rechte Hand von Götz Kubitschek, Herr Lehnert, der wechselt hin und her zwischen der Mitarbeiterschaft in einem Bundestagsbüro in der vorvergangenen Legislaturperiode. Mittlerweile ist er Referent in der Landtagsfraktion der AfD in Potsdam. Es gibt zahlreiche solcherlei Fälle, die immer wieder hin und her wechseln, in hoher Zahl. Die Zeit hat 2018 eine Recherche gemacht zu Beginn der vergangenen Legislaturperiode, wo sie all das offengelegt hat am Beispiel ihrer Bundestagsfraktion. Wir haben beim RBB eine
eine Recherche gemacht, wo wir gezeigt haben, wie viele dieser rechtsextremistischen Aktivisten in Potsdam in einem Landtag sitzen. Sie sind integraler Bestandteil des politischen Betriebs, den die AfD bestimmt. Auch deswegen komme ich zu dem Schluss, dass die AfD der parlamentarische Arm der rechtsextremistischen Bewegung ist. Es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss, den tatsächlich die AfD getroffen hat, was die identitäre Bewegung angeht. Das heißt also, man darf da nicht Mitglied sein und man darf keine Zusammenarbeit haben. Also wenn Sie den anwenden auf jemanden wie Herrn Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundestagsabgeordneten Jan Welzen-Schmidt, darf der dann noch weiter wissenschaftlicher, also der ist mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung. Er ist Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten. Ja, und ist das okay? Ist als allererstes die Entscheidung des Bundestagsabgeordneten. Da habe ich als Fraktionsvorsitzender und als Parteivorsitzender noch dazu, wo es kein Parteimit ist, erstmal gar keinen Einfluss. Ich habe aber sehr wohl mit Herrn Welzen-Schmidt das Gespräch gesucht und ich finde es nicht in Ordnung. Das heißt, Herr Müller wird nicht mehr wissenschaftlicher Mitarbeiter? Nochmal, das ist die Entscheidung des Bundestagsabgeordneten. Das freie Mandat beeinflusst das in keinster Weise. Jeder Bundestagsabgeordnete kann einstellen, wen er möchte. Aber Sie würden dafür sorgen wollen, dass solche Menschen da nicht... Sie sagen ja, dass Sie ich würde ihn nicht einstellen, diesen Menschen ganz richtig umgeben wollen. Richtig, genau. Bevor wir das Streitgespräch Stück für Stück durchgehen, ein paar Worte zu der identitären Bewegung und was das Problem ist. Zunächst fällt der Name auf. Und man muss jetzt darauf achten, was der Name nahelegt. Also wie der Name von den Medien benutzt werden kann. Identitäre Bewegung legt nahe, man soll sich darauf besinnen, dass man Deutscher ist, dass man Europäer ist. Auf seine Herkunft, auf seine geschichtliche, ethnische Herkunft. Und jetzt ist die Argumentation der großen Medien, die identitäre Bewegung redet selbst von Ethnopluralismus. Und es fallen Begriffe in Diskussionen von Martin Sellner wie Liberalismus, Globalismus und so weiter und so fort. Also lauter intellektuelle Fremdwörter, bei denen die wenigsten wissen, was sie eigentlich bedeuten. Und was ist der Grund dafür, dass viele nicht wissen, was zum Beispiel Liberalismus bedeutet oder was andere Fremdworte bedeuten? Das Problem bei diesen Begriffen ist, dass niemand genau weiß, was sie bedeuten, weil sie keine feste Bedeutung haben, weil jeder was anderes darunter verstehen kann. Also beispielsweise, was bedeutet liberal? Liberal, man kann dem alle möglichen Bedeutungen beimessen. Und das Gefährliche ist jetzt, dass natürlich dann die Medien diese Unschärfe ausnutzen können und dann jeweils den Begriff nehmen können, der ihnen passt. Ich kann mich an Videos von Gunnar Kaiser erinnern über die identitäre Bewegung. Und er hat folgendermaßen argumentiert. Die identitäre Bewegung, die Person soll sich also auf die Identität als Europäer oder Deutscher besinnen. Und das geht dann weg vom Individualismus, sondern dass man unpersönlich Deutscher ist. Und das hat natürlich zur Folge, dass andere nicht dazugehören. Also dass andere zum Beispiel, andere Ethnien, die können dann nicht demokratisch sein oder die sind halt nicht so gut. Dadurch schaffst du eine Spaltung und du wertest andere Leute ab. Martin Sellner würde immer schön und blumig reden, aber das würde hinter der identitären Bewegung stehen. Und es gab dann ein Streitgespräch zwischen Gunnar Kaiser und Martin Sellner und im Grunde haben die beiden aneinander vorbeigeredet. Also Gunnar Kaiser hat dann diese Argumente vorgebracht, identitäre Bewegung und so weiter. Kritik am Liberalismus. Liberalismus ist ja gut, das ist ja unsere Demokratie, das ist unsere individuelle Freiheit, das sind ja doch Werte, die wir behalten wollen. Und wir wollen nicht, dass wir ein Volk in Anführungszeichen sind und man als Einzelner nichts mehr zählt und sozusagen die charakterlichen Merkmale verschwinden und man nur noch als Teil einer Masse betrachtet wird. Und Martin Sellner sagt dann, das stimmt ja gar nicht, nein, wir sind natürlich für Meinungsfreiheit und das ist ja gar nicht, wir sehen natürlich die Massenmigration kritisch und wir wollen das nicht und aber natürlich Demokratie und Meinungsfreiheit sind auf jeden Fall ganz wichtig. Und das Problem ist jetzt, es kann ja sein, dass Martin Sellner, dass ihm ganz großes Unrecht angetan wird, dass es alles ein Missverständnis ist und natürlich, das kann doch jeder sich freuen über seine Identität und das ist doch eigentlich jetzt Quatsch. Warum soll man sich denn jetzt davon distanzieren? Ist doch, Martin Sellner sagt doch dauernd, er ist für Demokratie und Meinungsfreiheit, das müssen doch die großen Medien akzeptieren. Das muss man doch akzeptieren, wenn er sagt, er ist für Meinungsfreiheit und Demokratie. Sagt er wirklich andauernd. Also in solchen Diskussionen mit Gunnar Kaiser oder in allen möglichen Interviews sagt er immer, er ist für Demokratie und dann müsste das Thema ja eigentlich erledigt sein. Aber der Punkt ist jetzt hier, dass Martin Sellner sich ja selbst
einen Zettel auf die Stirn klebt. Also er hat eine Gruppierung, die heißt Identitäre Bewegung. Und er hat sich also diesen Zettel ganz groß auf die Stirn geklebt, Identitäre Bewegung. Und das Problem dabei ist, wie das jetzt verwendet werden kann. Und vor allen Dingen gibt es auch Texte von der Identitären Bewegung. Es ist ja nicht keine Einzelperson, sondern es ist eine Gruppe. Und da spielen jetzt ganz viele Leute mit, die ganz viel publiziert haben. Und beispielsweise könnt ihr euch mal Wikipedia angucken. Dann nehmen sie Zitate, die genau das decken, was sagt, dass die Identitäre Bewegung verfassungsfeindlich und rechtsextrem ist. Und das Problem ist, es ist eine Gruppierung. Wir haben da keine Kontrolle drüber. Also wir können das nicht überschauen. Also ich kann das nicht überschauen. Martin Sellner sagt das eine, dann sagt der Gunnar Kaiser, ja, wir haben hier diesen und jenen Text, da steht das und das drin, das ist schlecht, das ist, ja, ist bedenklich, das zeigt, dass die Leute dann in die und die Richtung denken. Und dann sagt Martin Sellner, das hat er wortwörtlich gesagt, ja, es gibt hier so unterschiedliche Leute, es gibt hier so unterschiedliche Meinungen in der identitären Bewegung. Der eine sagt mir dies und das und ich will mich da jetzt auch nicht davon distanzieren. Das ist ja so und so gemeint. Und das ist ja so und so gemeint und so weiter und so fort. Was ist das Problem? Also was machen die großen Medien? Sie greifen sich bestimmte Dinge raus, verzerren sie und sie können mit dem Begriff identitäre Bewegung, können sie den Leuten ganz leicht nahelegen, ich kann es ja nicht beurteilen oder ich kann nur sagen, jetzt, was ich jetzt von Martin Sellner sehe, wie er sich äußert, ist ja nicht rechtsextrem, natürlich nicht. Also jedenfalls die Äußerung, die ich von ihm kenne. Aber die Medien gehen jetzt hin und sagen, ja hier, identitäre Bewegung, ist ja vollkommen klar, was soll das, identitäre Bewegung? Das heißt, Identität als Deutscher und Europäer heißt Ausgrenzung, Abwertung, die anderen können nicht demokratisch sein und so weiter und so fort. Also diese Nähe wird von den Medien immer wieder benutzt und es schadet der AfD, weil es einfach so leicht framebar ist. Und jetzt stellt sich die Frage, warum muss man das denn so in den Mittelpunkt rücken? Reicht es nicht einfach aus, dass man sagt, wir wollen keine Kriminelle reinlassen, wir wollen eine kontrollierte Einwanderung, wir wollen keine unkontrollierte Einwanderung? Und was bringt das Ganze auch? Wir können es sowieso nicht ändern. Es gilt ja, die AfD sagt selbst, wir sind Grundgesetzpartei und ich bin auch dafür. Und selbst wenn du wolltest, wenn du jetzt in den 70ern, 80ern Leute ins Land geholt hast, dann ist das so. Und dann kannst du nicht sagen, das gefällt uns jetzt nicht und die finden wir blöd und die sollen dann gehen. Also es läuft alles darauf hinaus, dass man sowieso einfach Gesetze anwenden muss. Und was soll das Ganze dann mit Identität und so weiter und so fort? Es ist praktisch sowieso nur möglich, die Leute, die nicht legal da sind, abzuschieben. Und da kommt noch das weitere Problem dazu. Natürlich ist es eine Straftat, illegal einzuwandern. Aber natürlich, eine Abschiebung ist nichts Schönes. Man zerstört damit natürlich, diese Leute haben viele Strapazen auf sich genommen, um herzukommen, sind übers Mittelmeer gefahren, haben ihr Leben riskiert. Und die sind ja, natürlich haben sie vielleicht das Abenteuer gesucht, aber sie sind natürlich aus materiellen Gründen gekommen. Und natürlich ist es irgendwo traurig, solche Leute wieder wegzuschicken. Das heißt, es ist nichts Schönes, nichts, womit man groß Werbung machen kann. Sondern es ist einfach realpolitisch vernünftig, weil natürlich nicht die ganze Welt hierher kommen kann. Das heißt, es ist keine schöne Sache. Und was bringt das jetzt, das Große in den Mittelpunkt zu rücken? Das heißt, man sagt einfach, es gilt Recht und Gesetz. Kriminelle wollen wir nicht. Das sagt jedes Land der Welt. Das kann man ganz einfach vertreten. Da braucht man nichts, da braucht man kein Schild auf dem Kopf in der Identitärbewegung. Es ist aus meiner Sicht immer höchste Vorsicht geboten bei fremden Gruppierungen, also wenn jemand Mitglied bei einer fremden Gruppierung ist, weil es viel schwerer ist, eine Gruppierung zu überschauen als eine Einzelperson. Das heißt, bei der identitären Bewegung, da kann irgendjemand irgendwas publiziert haben, das kennen wir gar nicht, und schon greift die Kontaktschuld, eine identitäre Bewegung. Das steht auf der Homepage. Da gibt es dann, weiß ich wie viele Texte auf der Homepage, die kennen die Leute gar nicht. Und dann können die Medien genau sich diesen einen Text raussuchen, können sagen, ja hier, identitäre Bewegung, hier ist der Text. Und können ganz leicht framen. Und natürlich, so ist es bei jeder anderen Gruppierung auch. Das heißt, man muss ganz genau aufpassen. Und die AfD hat ja auch ein ganz klares Programm. Und jeder in der AfD bekennt zu diesem Programm. Das heißt, wir haben hier einen sicheren Bereich. Und das muss natürlich für andere Organisationen, mit denen man zusammenarbeitet oder mit denen man sich irgendwie identifiziert, muss das auch gelten. Weil sonst spielen die Medien das Kontaktschuldargument. Und das haben, aus meiner Sicht, haben Alice Weidel und Tino Chrupalla oder andere Führungsspitzen haben das voll erkannt, dieses Problem. Und deswegen grenzen sie sich so drastisch von der identitären Bewegung ab. Und das war aus meiner Sicht ganz wichtig in der Sendung, dass Tino Chrupalla gut vorbereitet war und sich überall so klar abgrenzen konnte. Das ist auch ganz wichtig für ein kommendes Verbotsverfahren, dass man diese Argumente parat hat,
dass man nicht dieses Einfallstor bedient, dass das Hauptargument gegen die AfD ist ja im Moment, dass sie sagen, die AfD ist völkisch. Das ist das Einfallstor. Und jetzt stellt sich die Frage, ist das jetzt Absicht? Ist vielleicht die identitäre Bewegung, wird die vielleicht vom Verfassungsschutz unterstützt? Ist ja theoretisch möglich. Und ich möchte jetzt nichts unterstellen, aber es besteht die theoretische Möglichkeit, man muss auf den Effekt achten. Und der Effekt aus meiner Sicht der identitären Bewegung für die AfD ist, dass es den Großmedien nützt, die AfD zu bekämpfen. Aus meiner Sicht ist immer wichtig, daran zu denken, was theoretisch möglich ist. Und natürlich wäre es eigentlich die perfekte Falle von den großen Medien oder wer auch immer die AfD bekämpfen will. Der Martin Sellner, er erzählt lauter gute Sachen und die Leute finden ihn sympathisch und sagen, ja, das ist doch ein netter Kerl, ist doch alles bestens. Und sie gehen damit in die Kontaktschuld rein oder nehmen den Kontakt auf und sagen, ja, der Martin Sellner ist ja wunderbar. Und dann schnappt die Falle zu, die Medien greifen Dinge heraus und sagen, ja, hier identitäre Bewegung, die Leute, die mit denen in Kontakt gehen, sind alle rechtsextrem. Und zack, hat die Falle zugeschlagen. Und aus meiner Sicht, das geht jetzt schon seit Jahren so, das müssten eigentlich die Identitären müssten das wissen, dass es eine Falle ist für die AfD. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass man sich präzise ausdrückt und dass man Begriffe nicht verwendet, die unscharf sind. Also diese ganzen intellektuellen, Anführungszeichen, intellektuellen Fremdworte. Also jeder Begriff, der einen Interpretationsspielraum hat, den sollte man unbedingt vermeiden. Dazu gehört auch der Begriff identitäre Bewegung. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.